Ihr habt sicher schon irgendwie von der neuen Show Berlin Nights gehört. Ob übers Internet, über Live-Acts wie beim Velodrom. Beim Musikvideo zu I Am Berlin in der Mall of Berlin. Zur Premiere, zum Titelsong I Am Berlin. Oder zum Live-Act von Nada. I have to hate myself to love you. Wir werden oft gefragt, was uns von anderen Berliner Produktionen unterscheidet oder Produktionen, die über Berlin sind. Der Hauptunterschied ist der, dass wir Berlin direkt auf die Bühne bringen. Mit den Künstlern und Acts, die das Show- und Nachtleben von Berlin in den letzten 15 Jahren mitgeprägt haben. Euch erwartet ein Theater-Show-Varieté-Konzert, wobei alle Kunstbereiche miteinander verbunden werden. Wir bringen drei grundverschiedene Berliner Nächte auf die Bühne. Zum einen einen Galaabend mit klassischer Musik, einem Pianokonzert und zeitgenössischem Tanz. Zum anderen haben wir eine Clubszene, eine Clubnacht mit allem, was dazugehört: Türsteher, Clubschlange, Leute kommen nicht rein, Hip-Hop, Breakdance, Showbartending, Gogos, DJ-Action, also die Bühne wird brennen. Die dritte Nacht wird eine Mischung aus Klärchens Ballhaus-Feeling kombiniert mit Chameleon-Varieté, kombiniert mit einem fetten Live-Konzert mit All-Time-Classics. Für jeden etwas dabei. Einer der Hauptgründe, warum Berlin Hotspot auf der Welt wurde im Nachtleben und der Kunstszene, waren die leeren großen Fabriken, die direkt im Zentrum nach der Wende frei waren. Und darum verwandeln wir auch den Theatersaal in eine Berlin-typische Fabrikhalle, wie das Tresor, Arena, Bergheim, E-Werk. Und auch das Bühnenbild werden wir ins Kaufhaus Jahn auftauchen. Also auch ein Fabrikcharakter.